Hallo und willkommen auf meinem Kanal und zu einem neuen RF4 Video. Ja, wir sind mal am Jama und gucken mal, was hier so geht. Quasi mal ein bisschen Spinfischen. Temperatur geht noch in Ordnung. Da haben wir schon was. Ich habe jetzt mal 19 Kilo Vorfach drauf. Ich hoffe, das reicht und dass kein Königslachs reingeht. Da habe ich gar keinen Bock drauf. Und ihr seht oben links schon diesen roten Weiko. Und die Stelle hier geht schon ein bisschen länger. Vorwiegend Ketas, ist aber egal. Die machen auch Geld, ne? Aber auch Rotlachse, Silberlachse gehen auch mal. Und ich sage mal, hier wurden auch schon blaue Ketas gefangen. Ne? Wir stehen einfach hier bei G4. G4 194, 198. Ja, Setup, wie gesagt, 19 Kilo Vorfach und den Weiko. Auf jeden Fall mit Puschel zu bestücken an der Stelle. Ja, Risik 1-0 habe ich. Ja, ich werfe jetzt so 50% raus. Aber da fliegt auch schon recht weit. Einholgeschwindigkeit habe ich 30. Wenn ihr jetzt mit einer HSV unterwegs seid, dann würde ich nur 20 Speed einstellen. Ja, wir gucken einfach mal am Ende, was hier so rauskommt. Nach der tollen Happy Hour, ne? Wollen wir mal kicken. So, da kann man schon wieder einkurbeln. Man kann aber auch hier anwerfen. Hier, wo diese paar Büsche sind. Dass man da so anwirft, geht auch gut. Da habe ich letzte Woche vorwiegend drüber geworfen, aber hier so diese ganze Area ist überhaupt kein Problem. Ja, werde ich hier mal so ein bisschen rumfischen und dann gucken wir mal oder ich melde mich später nochmal, was bei rumgekommen ist. Also bis gleich. So, willkommen zurück. Der Tag am Jama neigt sich dem Ende zu. Da kriegen wir noch mal was Gutes. Ich habe jetzt die Geschwindigkeit verringert. Also für die kleinere Rolle hier auf 20 ist ja schon sehr langsam. Ich habe so für mich festgestellt, wenn es kühl ist am Jama, dann mögen sie es lieber schneller. Ja, also kriege ich bessere Bisse, wenn ich den Blinker schneller durchprügele. Ich meine, warm ist es jetzt nicht. Ist so ein Mittelding mit 15 Grad. Aber so je wärmer, können wir mal probieren. Mal einfach langsamer zu drehen. Ja. Sehr schön. Können schon mal als Trophäe brauchen. Also ich bin jetzt bei einer Speed bei 20. Ihr seht, ist schon eigentlich recht langsam. Ich weiß nicht, also hier so geradeaus ist nicht mein Fall. Ich werfe lieber echt so die Büsche an, also mitten rein. Gar nicht so weit. Also ich nehmen 50%. Wir gucken mal rein. Wir sind jetzt hier 35 Minuten. Klar geht das. Ja, zwei Seesaiblinge, Silberlachse und den Gesellen hier. Ist okay. Habe ich schon Schlechteres erlebt. Noch haben wir ein bisschen Zeit. Gucken wir mal, was wir noch Schönes so kriegen. Würde mich natürlich freuen, wenn noch was reingeht. Ja, dann hatte ich eben, zeige ich euch mal, wer Interesse hat an Königslachse. Habe ich eben den Weiko gewechselt. Es gibt ja noch einen, der einen Rotton mit drin hat. Ging auch prompt ein König rein. Natürlich direkt ausgeschlitzt wieder. War ich auch gar nicht böse drum. Also, naja. Muss ich mal eben gucken, welcher das war. Man kann natürlich viele hier probieren, ne? Also der hier. Und da ging direkt mal ein König drauf. Ne? Nee, habe ich keinen Bock drauf. Mir meine schöne Rolle verschleißen zu lassen. Irgendwann werde ich den mal angehen. Aber mir fehlt ja hier. Ach, hier ist ja auch ziemlich schwierig, Trophäen überhaupt zu kriegen. Der Silberlachs fehlt mir, der Rotlachs fehlt mir. Nur so einiges. So ist das leider.
Jetzt hat man einen schönen Silberlachs und dann ist die Bude wieder zu, oder was? Machen wir wieder Normalspeed. Das ist manchmal wie verhext, dann donnern die rein für eine halbe Stunde und dann ist echt 10 Würfe ein Fisch, also fürchterlich. Hier im Jamas irgendwie selten Konstanz. Ne? Aber man ist vielleicht auch gewöhnt vom Meer immer Bisse zu kriegen. Dann können wir machen nochmal 20, werfen nochmal geradeaus. Ja, man muss schon sagen, man ist schon recht verwöhnt vom Meer, oder? Also, wenn man da 5 Minuten keinen Biss hatte, also zumindest mit kleineren Ködern, ist man ja schon am Heulen. Und denkt, Meer ist kaputt. Also. Aber man muss schon sagen, seitdem ich diese Ultima hier nutze am Yama, man merkt schon, dass man mehr Fische fängt, ne? Als wenn man einfach nur eine normale Spinroute ohne Routenbonis hat. Also das macht sich schon irgendwo bemerkbar. Also die Routen mit Boni haben irgendwo schon ihren Sinn. Ne? Ja, ich mach noch ein bisschen, gucken wir mal am Fischmarkt jetzt gleich, wenn es duster ist, was bei rumgekommen ist. So, willkommen zurück. Jetzt gucken wir mal. Wir waren unterwegs 45 Minuten. 300 Silber. Ja, könnte mehr sein. Der hat es noch ein bisschen rausgerissen. Aber ich sag mal, der nächste Morgen kommt. Und wenn es dann so fröhlich weitergeht, hat man auf jeden Fall eine angenehme Stelle zum Grinden gefunden. In diesem Sinne, vielen Dank. Vielleicht kriegt ihr ja, oder wenn ihr den Keta noch als Trophy braucht, vielleicht kriegt ihr den ja oder den Silberlachs. Mich würde es auf jeden Fall freuen. Dann sehen wir uns. Macht's gut. Petri, Dank und tschüss.